Willkommen beim Mathe-Video mit dem Thema Vektorrechnung. Wir schauen uns die wesentlichen Begriffe an und Aufgaben und Lösungen. Was ist ein Vektor? Ein Vektor ist einer von vielen gleichartigen Pfeilen. Hier sind lauter gleichartige Pfeile von A zu B, von E zu F, von C zu D. Inwieweit sind die gleichartig? Sie machen alles Gleiche. Sie wandern immer drei nach rechts und einen nach oben. Und nun die Vorstellung. Stellen wir uns eine Windböe vor und lauter Blätter, die am Anfang jetzt hier liegen. Und diese Windböe trägt diese Blätter alle drei nach rechts und eins nach oben, sodass sie jetzt alle einen neuen Platz bekommen. Einer von diesen Pfeilen ist sozusagen ein Repräsentant. Denn wenn ich den einen kenne, dann weiß ich, was die Windböe mit den anderen Blättern auch gemacht hat. Die Schreibweise, ich kann sagen, der Pfeil AB macht eigentlich das Gleiche, da passiert das Gleiche wie beim Pfeil CD, immer drei nach rechts und eins nach oben. Und E zu F auch. So, und jetzt der Vektor, das ist sozusagen die Menge aller... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com